Das da ist wahrscheinlich der umstrittenste Teil des Waldes. Obwohl es eigentlich gar nicht zum Wald gehört, wenn man ehrlich ist. Aber warum ist denn dann so umstritten? Wir werden sehen. Grüß Gott und herzlich willkommen bei der Geschichte des Waldes. Und diesmal der Frage, wer litt eigentlich genau unter der Jagd? Naja, zunächst mal die Tiere. Das ist jetzt wenig überraschend. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so ein Hirsch, der gerade erschossen wird, diesem friesischen Sprichwort lieber tot als Sklave wirklich zustimmen würde. Vermutlich eher nicht. Aber es leidet nun mal nicht nur die Tiere. Fangen wir ganz am Anfang an. Das älteste Schriftzeugnis zum Thema Jagd, das mir zumindest einfällt, steht in der Bibel, 1. Mose 10, Vers 8. Da wird erwähnt, auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Das ist insofern sehr interessant, weil in diesem sehr, sehr frühen Zeugnis bereits die Verbindung hergestellt wird zwischen Gewalthaber, Machthaber, negativ und Jagd auf der anderen Seite. Andere Beispiele wären dann beispielsweise David, der eben Hirte ist, nicht Jäger. Und David sehr positiv dargestellt wird. In der Bibel gibt es natürlich andere Figuren, wie zum Beispiel Esau, der ja auch wiederum als sehr rauer Geselle gilt. Gehen wir weg vom Schriftzeugnis und fragen uns mal, wozu braucht man denn die Jagd? Naja, in der Urzeit, woher kriegt ein Urzeitmensch Proteine? Grundnummer eigentlich nur durch Fleisch. Das Fell kann man immer brauchen und die Knochen der Tiere kann man auch brauchen. Also es spricht schon einiges dafür, zu jagen. Hinzu kommt mit der Sesshaftwerdung, also auch schon sehr früh, dass es auch Flächenkonkurrenz gibt zwischen sesshaftem Bauer und Wildtier. Wer will schon seinen Acker von einer Wildsau zerwühlt haben? Vor allem in dieser frühen Zeit. In der Antike stellt man fest, dass zum Beispiel Diana als, naja, fast eine der Hauptgöttinnen gilt, als Göttin der Jagd. Das ist sehr wichtig. Und es zieht sich so durch. Bis ins frühe Mittelalter ist es übrigens so, dass jeder jagen darf, schlicht und ergreifend. Das Wild gehört auch niemand Speziellem, sondern erst in dem Moment, wo man es erlegt hat, dann gehört das Wild dem Jäger. Gehen wir ins 8. Jahrhundert. Im Lex Alamannorum beispielsweise gibt es eine Regelung, die sagt, okay, wer ein Wild stiehlt, das noch lebt, wird bestraft. Das heißt, jetzt gehört mittlerweile schon frei noch lebendes Wild bestimmten Menschen. Da gibt es dann auch Regelungen zu unterschiedlichen Jagdhunden und so. Als Anfang der deutschen Jagdgesetzgebung gilt das Jahr 638 durch Dagobert den I. Na gut, Dagobert II. Ist dann übrigens auch derjenige, also König von Austrasien, der 679 auf der Jagd erstochen wird mit einer Lanze hinterrücks. Wie übrigens auch Siegfried von Xanten im Nibelungenlied. Das zwar erst im 13. Jahrhundert geschrieben wird, aber eigentlich deutlich früher spielt. Vielleicht sogar in der Völkerwanderungszeit oder nach mancher Theorie noch früher. Weg von dieser sagenhaften Spekulationszeit hin zu Karl dem Großen. Karl der Große, der dann dieses Capitulare de Villiis verfasst und da klare Anweisungen gibt für seine Amtmänner in den Königshöfen. Jetzt, was muss ein Amtmann machen? Unter anderem, er muss den Wildbestand hegen zur Jagd. Er muss Falken und Sperber bereithalten, abrichten und bereithalten zur Vogeljagd. In seinem Hof muss er dafür sorgen, dass es Retiatores gibt, also Menschen, die Netze zur Jagd, zum Fisch- und Vogelfang bereitstellen. Er muss regelmäßig Wölfe jagen und Bericht drüber abliefern, über die Strecke an Wölfe, die er erlegt hat. Es gibt jetzt Bannforste, ganz klar und deutlich, wo nur bestimmte Menschen drin jagen dürfen. Und diese Bannforste, wer diesen Bann verletzt, der muss bestraft werden. Und auch das muss der Amtmann vorführen. Also das Jagdrecht schränkt sich immer mehr ein. De feraminibus in forestris nostris sine nostro permisso captis, so heißt das dann in der Capitulare de Villis.
Es wird also immer mehr eingeschränkt. Und im Laufe der Zeit spezialisiert man sich auch aus. Hochwild darf dann nur noch vom Hochadel gejagt werden. Niederwild vom Niederadel. Niederwild, also Hase, Reh, ist auch Niederwild. Oder Fasan. Ganz rausnehmen müssen wir, wenn wir jetzt im hohen Mittelalter sind, die freien Reichsstädte. Die behalten ihr Jagdrecht, weil da ist ja kein Adliger wirklich zuständig. Trotzdem wird die Jagd so ein elitäres Adelsprivileg. Und nicht zufällig, Ulrich, Herzog Ulrich, wo bringt er den Hutten um? Im Schönbuch natürlich bei der Jagd. Weil es halt ein Adelsding ist, was der Adel gern macht. Kein Wunder, dass dann gerade bei Ulrich der arme Konrad beispielsweise fordert, dass die Jagd freigegeben werden soll. Dass nicht nur der Adel jagen darf. Ulrich reagiert übrigens, wie Ulrich immer reagiert, 1517, gnadenlos und knallhart. Er erlässt, wer im Banngebiet mit einer Jagdwaffe erwischt wird, er muss die nicht schießen oder so, er muss die nur tragen. Also wer mit der Jagdwaffe erwischt wird, dem sollen beide Augen ausgestochen werden. So war er, Ulrich, der herzallerliebste Herzog. Ulrich ist zwar weg, aber es fällt ja trotzdem in seine Zeit, der Bauernkrieg 1525. Und von den 12 Artikeln der Bauern, interessanterweise, beschäftigt sich auch ein Artikel wieder sehr, sehr stark mit der Jagd. Darin steht, es ist unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, Geflügel und Fisch zu fangen. Der arme Mann, also jeder, darf jagen, fischen, fangen. Denn als Gott, der Herr, den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt über alle Tiere, den Vogel in der Luft und den Fisch im Wasser gegeben. Die 12 Artikel argumentieren immer strikt biblisch und sagen, klar, jeder soll jagen dürfen. Eben nicht nur ein Adelsprivileg. Trotzdem bleibt es zunächst mal ein Adelsprivileg. Klassisches Beispiel Pfalzgrafen von Tübingen. Die Pfalzgrafen von Tübingen, Hochadel oder zumindest hoher Adel, verschulden sich ja mit der Zeit immer mehr. Das liegt daran, dass sie ihren Besitz aufsplittern, zu viele Erben haben und vor allem, dass sie halt sehr, sehr viel Besitz an ihre Stiftung des Kloster Bebenhausen geben. So dass das Kloster immer reicher wird und der Adel, also die Pfalzgrafen, immer ärmer wird. 1342 verkauft dann der Pfalzgraf von Tübingen die Stadt Tübingen um 20.000 Heller. Die Holzrechte im Schönbuch haben sie sowieso schon verkauft. Aber dennoch behalten sie das Jagdrecht und das Recht auf Hetzhunde. Schauen wir mal, was Uhland dazu sagt. Ich, Pfalzgraf Götz von Tübingen, verkaufe Burg und Stadt. Mit Leuten gülten Feld und Wald, der Schulden bin ich satt. Zwei Rechte nur verkaufe ich nicht, zwei Rechte, gut und alt. Im Kloster eins mit Schmuckenturm und eins im grünen Wald. Am Kloster schenkten wir uns arm und bauten uns zugrund, dafür der Abt mir füttern muss, den Habicht und den Hund. Im Schönbuch um das Kloster her, da habe ich das gejeit. Behalte ich das, so ist mir nicht um all mein anderes Leid. Und hört ihr Mönchlein eines Tags nicht mehr mein Jägerhorn, dann zieht das Glöcklein, sucht mich auf, ich lieg am Schattgenborn. Begrabt mich unter breiter Eich im grünen Vogelsang und lest mir eine Jägermess, die dauert nicht zu lang. Hetzhunde. Ulrich hat über 2000 Hetzhunde. Ein Hund kostet heute in der Haltung, je nachdem, zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Das sieht man mal, was das für eine Belastung ist. Im 30-jährigen Krieg, um zu springen, wird der Wildbestand fast ausgerottet. Zwar sterben 2/3 der Menschen, aber die, die übrig bleiben, haben halt Hunger und die jagen dann halt, was ihnen irgendwie vor der Burg kommt. Die Viecher erholen sich aber wieder. 1737 bis 1738 wird allein im Schönbuch gejagt. 1181 Stück Rotwild, 1072 Sauen, um es einfach klar zu machen. In den 70er Jahren gibt es im gleichen Waldgebiet rund 600 Tiere und man redet da schon von einem massiven Wildschaden für den Wald. Heute sind es rund 300. Damals mehrere Tausend. Kann man sich vorstellen, wie das auf den Wald aus sich auswirkt. Warum nehmen die Tiere nach dem 30-jährigen Krieg so zu? Nein, weil ihre natürliche Feinde quasi ausgerottet sind. Um 1600 wird im Schönbuch der letzte Bär getötet.
1644 bis 1662 werden insgesamt 280 Wölfe und Luchse getötet. 1916 stirbt die letzte Wildkatze, die, klar, mit dem Hochwild nichts zu tun hatte. 1675 bis 1720 werden insgesamt 151 Adler gejagt. Natürliche Feinde des Niederwildes gibt es nicht mehr. So verbreitete sich dann. Und das ist eigentlich auch politisch gewollt. Der Absolutismus baut Jagdschlösser. Sehr repräsentativ, aber Jagd gehört halt zur absoluten Repräsentationsform. Karl Eugen, passionierter Jäger, was der an Hofjagden abgeliefert hat im 18. Jahrhundert, das war immens und vor allem auch mit immensen Kosten verbunden, die er dann so rechtfertigt, indem er sagt, ja, ohne sein Lebensstil würde ja das Geld gar nicht rumlaufen im Herzogtum. Naja, so kann man sich's auch schönreden. Herzog Alexander beispielsweise lässt auch ganz prachtvolle Pirschgänge anlegen, gedeckt mit Steinen, damit man möglichst luxuriös sich dem Wild nähern kann. Legendär sind eigentlich drei Jagden: die Festinjagd 1748, anlässlich der Hochzeit Karl Eugens mit Elisabeth Friederike von Brandenburg-Bayreuth. Diese Festinjagd, grob in der Gegend von Leonberg, findet die statt und ist eine klassische repräsentative Jagd, um die Macht und Herrlichkeit des Herzogs darzustellen. Ob das jetzt wirklich das schönste Vergnügen bei der Hochzeit ist, sei dahingestellt. Man legt einen künstlichen See an. Architekten bauen Gebäude ringsherum. Insgesamt werden 800 Hirsche, Rehe und Wildschweine zusammengetrieben und gejagt. Ein Bericht der Zeit sagt oder schildert sehr eindrücklich, wie das Ganze dann abging, übrigens vor Tausenden von Zuschauern. Die Hohe Jagdgesellschaft fand hierbei das gewünschteste Vergnügen. Jetzt kommt's, sie ergötzten sich bald an den artigen Erfindungen und Einrichtungen dieses Jagens, also dieser Landschaft, dem Gelände, wie es geformt wurde. Sie ergötzten sich bald über das Herunterpurzeln des Gewilds von dem dazu gemachten Absprung. Das heißt, die fanden das witzig, zuzugucken, wie Tiere in Abhang runterfallen. Und sie ergötzen sich bald über das ängstliche und doch vergebliche Fliehen des Wildes. Jeder findet Spaß an dem, was er gut findet. Meine Güte. Übrigens, das geht nur einigermaßen glimpflich aus für das Wild, denn diese 800 Tiere, von diesen 800 Tieren überleben rund 400, die man dann tatsächlich danach wieder freilässt. Anderes Beispiel ist die Festinjagd bei Dägerloch 1763. Allein 5 Monate Vorbereitung waren notwendig für diese Jagd. Auch hier wird wieder ein künstlicher See angelegt, der vor der Jagd erstmal per Gondeln von der Festgesellschaft befahren wird. Und die da zur Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes, gebrachte Wildstrecke ist immens. 121 Hirsche mit 8 oder mehr Enten. 30 Dammböcke, 150 Rehböcke, 61 Schweine, 180 Keiler und Bachen, 89 Frischlinge, 36 Dachse, 270 Füchse, 3002 Hasen, 197 Fasanen, 530 Feldhühner, 209 Wildenten, 400 Waldtauben, 2 Gämsen, 2 Wölfe und 2 Luchse sterben bei diesem festlichen Jagdvergnügen. Noch legendärer ist womöglich das Dianenfest. Schauen wir mal. Im November 1812 lässt hier im heute mehr oder weniger idyllischen Goldersbachtal zwischen Tübingen-Luschnau und Frohndorf Friedrich I. die letzte große absolutistische Jagd in Württemberg veranstaltet, die sogenannte Dianenjagd. Diese ganze Veranstaltung ist gigantisch angelegt. 200 Gäste oder mehr werden in einem künstlich von Touré angelegten Zirkus untergebracht, wo man ihnen die Tiere dann vor die Flinte treibt. Vor die Flinte getrieben werden 823 Tiere, die in den 2 Tagen sterben. Die kommen eigentlich nicht von freiwillig hierher, sondern 10.000 fronpflichtige Untertanen müssen 6 Wochen lang von ihren Feldern, von ihrer Arbeit weg und Tiere zusammentreiben und hierher bringen, damit die Wildtiere dann hier naturnah erschossen werden. Sorgt nicht unbedingt für Begeisterung.
Am zweiten Tag der sogenannten Dianenjagd, am 10. November 1812, kommt es dann zum Eklat. Es ist schlecht Wetter und 7000 der gedungenen Fronarbeiter, die hier eigentlich als Treiber den nächsten Teil der Tiere vor die Flinte der Jagdgesellschaft treiben sollen, weigert sich zu kommen. Sie bleiben, Zitat, in Tübingen und Lüschnau auf ihrer Haut liegen. Friedrich I. ist absolut außer sich. Die Rädelsführer dieses Aufstandes, ja, französische Revolution ist halt noch in die Gedanken, kommen 3 Tage in Turmarrest und müssen insgesamt 5000 Gulden Strafe zahlen, was faktisch dem Bankrott gleichkommt. Bankrott ist auch das Stichwort für diese ganze Veranstaltung, denn 9.002 Gulden Einnahmen durch Fleischverkauf steht über 1 Million Kosten für die ganze Veranstaltung entgegen. Es war die letzte absolutistische Großjagd in Württemberg. Die Tiere zu diesen Festen werden, wie es gerade gehört, zusammengetrieben von fronpflichtigen Menschen. Fronpflichtige Menschen in Württemberg in dieser Zeit, Männer zwischen 16 und 60, können jederzeit zur Jagdfrohen einberufen werden. Jederzeit. 1770 gibt es eine Erfassung allein im Schönbuch. Das sind 4000 Männer fronpflichtig. 900 Pferde und 1700 Ochsen. Kann man jederzeit von der Arbeit abziehen und sagen, komm und arbeite mal bis zu 100 Tage jährlich dafür, dass die Herrschaft jagen kann. Das sorgt nicht unbedingt für Begeisterung, nicht nur beim Dianefest. Zumal das Volk ja nur anders leidet. Es geht ja nicht nur darum, dass man sie von der Arbeit abhält. Nein, die können sich auch gegen diese Wildtiere gar nicht wehren. Es ist teilweise verboten, Tiere von den Feldern zu vertreiben, maximal mit Lärm. Und es juckt so ein Karnickel halt gar nicht, weil der das mit der Zeit auch kapiert, dass der Mensch halt schreit, aber sonst nichts machen darf. Erst 1791 ist in Württemberg erlaubt, dass man Wild, das sich außerhalb des Wildbannes bewegt, auch töten darf, um seine eigenen Felder zu beschützen. 1791, also jahrhundertelang, war man machtlos, verdammt zuzugucken, wie die Ernte gefressen wird. Machtlos, ja klar, aber der Mensch griff immer zur Wilderei. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr frühes Phänomen ist. Und entsprechend hart waren dann auch die Strafen von der Herrschaft, die eben ihrem Privileg bedroht wurde. Strafen für Wilderei, Blenden, peinliches Verhör, also Folter, Abschlagen der Hand und solche Dinge. Württembergische Forstordnungen, die ab dem 16. Jahrhundert entsteht, die muss man auch immer unter diesem Blickwinkel sehen, dass es darum geht, zwar den Wald zu erhalten, die Ressource, aber eben auch ein Jagdrevier zu erhalten. Und dann wird entsprechend halt auch mit beispielsweise Wilderer umgegangen. Ich habe hier die Forstordnung von 1669. Gucken wir mal, was Herzog Christoph dazu schreibt. Herzog Christoph ist sehr viel liberaler als sein Vorgänger Herzog Ulrich. An Strafen bei Herzog Christoph ist es sehr human. Beim ersten Mal wildern Geldstrafe, beim zweiten Mal wildern Geldstrafe und Haft, beim dritten Mal wildern peinliches Verhör, also Folter und Verbannung. Im Vergleich zu dem, wie Ulrich davor so drauf war, ist das eigentlich schon wieder nett. 1718 erlässt Württemberg dann eine Wildererordnung. Da geht es unter anderem auch ziemlich deutlich darum, was passiert eigentlich, wenn ein Wilderer sich gegen die Forstbeamten wehrt. Es kommt schlicht zu Mord und Totschlag. 1718 heißt es, bei Ertötung der Forstleute die Todesstrafe wäre zu verhängen, verstärkt, dass im Vorderrist mit einer glühenden Zange ein Griff gegeben werde, das Haupt abgeschlagen, der Körper auf ein Rad gelegt und der Kopf darauf gesteckt werden soll. Vermutlich der Teil mit Körper auf Rad und Kopf daneben dürfte den der Link wendet, dann nämlich so furchtbar gestört haben. Es gibt viele, viele Beispiele von Toten, die es ergibt im Zusammenhang mit der Wilderei. Im Schönbuch beispielsweise Ludwig Dörr 1813 wird von einem Wilderer erschossen. Ludwig Dörr war Flintenspanner von König Friedrich I., also mitverantwortlich für die Dianenjagd.
Die Leiche fand man relativ bald. Die Kugel steckte noch in den Kleider, sodass man den Verdächtigen anhand der Kugel überführen konnte. Man hatte einen Verdächtigen, es gab auch einen Augenzeuge, der halt grob gesehen hat, wer das war. Und der Vergleich der Kugeln kam dann raus, dass klar, der das gewesen sein muss. Zeitgenössische Quelle schreibt dazu dann, diese Kanaille kam nach Gotteszell auf lebenslang ins Zuchthaus, nicht Gefängnis, Zuchthaus, also härter. Vorher aber wurde er noch in Rottenburg auf den Pranger gestellt und durch den Schinder mit Ruten gehauen. Warum diese Strafe vor der Strafe? Na, Zitat, weil er im Verhör angab, er habe nicht mit Vorsatz geschossen, sondern die Büchse sei ihm unwillkürlich losgegangen, weil er eben gelogen hat. Das wäre eine Doppelstrafe. Der Nachruf auf Dürr klingt dann auch schon wieder ein bisschen zynisch. Da heißt dann, Dürr war zum Glück noch unverheiratet. Na, dann ist ja egal, wenn man umbringt. Ein braver, fleißiger, rechtschaffener Mann. Weitere Fälle von Wilderei, wie gesagt, es gibt viele, aber sehr prominent 1836 wird ein unehelicher Sohn König Wilhelms I. bei der Wilderei erwischt. Er entkommt. Und zwar so richtig, denn er flieht und emigriert dann nach Amerika. Zwar adelig, aber halt von der falschen Mutter. Insofern durfte er halt schon wieder nehmen. Man sieht, es geht immer um diese Symbolik. 1869 wird der Forstwächter Konz erschossen, im Schönbuch beispielsweise. 1872 erwischt einen Christian Büchsenstein. Der wurde im Goldersbachtal ermordet, unweit der Stelle, wo die Dianenjagd war. Das ist insofern sehr tragisch, wenn man seine Leiche tatsächlich erst 17 Jahre später findet. 17 Jahre im Wald. Der Täter wurde eigentlich dann auch nicht mehr gefunden, das ist klar. Der letzte mir bekannte Tote im Zusammenhang mit Wilderei ist 1913 noch. Da fällt ein Wilhelm Klingler, Zitat, im Kampf mit Wilderern. 1913 im Schönbuch. Die Strafverwilderei wechselt hin und her. Besonders verschärft wird sie dann von den Nazis 1934, wo es klar und deutlich heißt, dass man jetzt auch einem fliehenden Wilderer hinterher schießen und ihn auf der Flucht töten darf. Begründung, Rassenschande. Wie es halt immer dabei gezogen wird. Gehen wir weg von dieser unerfreulichen Sache hin zu einer anderen unerfreulichen Sache, nämlich der Frage, wie jagt man eigentlich konkret? Was passiert da? Na gut, man kann das Wild mit Pferde und Hunde hetzen, das ist ja eigentlich über Jahrhunderte der Standard, und dann versuchen mit Ressaufäder beispielsweise zu erstechen. Das ist ein Spieß mit einer Querschaft, dass der Spieß nicht zu weit eindringt. Man versucht, das Herz des Tieres zu treffen, das gilt dann so als der edelste Fangstoß. Hirschfänger gibt es übrigens ganz ähnlich, dann halt nicht als Saufäder, ja, überraschenderweise. Aus Frankreich und England kommt die Parforce-Jagd. Da geht es darum, dass man mit Hunden und frohpflichtige Tiere so lang hetzt, über x Kilometer, bis diese Tiere komplett erschöpft sind und dann kann der Jäger mit dem Pferd daherkommen und dieses erschöpfte Tier relativ widerstandsfrei niederstechen. Ja, Karl Eugen, hatten wir gerade schon, hält übrigens 300 Hetzhunde. Nicht so, nicht 2000 wie Ulrich, aber doch auch nicht 300 Hetzhunde dafür. Man schränkt das Gebiet ein, indem man Netze aufstellt, das haben wir ja schon beim Capitulare de Villiis gesehen, oder im frühen 18. Jahrhundert hängt man Lappen auf, also Schnüre mit fetzer Bändel dran, weil das das Wild abschreckt und die Tiere sich da nicht durchtrauen. Es sei denn, sie trauen sich durch, dann ist das Wild durch die Lappen gegangen und kam davon. Dann gibt es noch die Beizjagd auf Niederwild mit Falken beispielsweise. Schlingen sind mittlerweile verboten, denn diese Schlingen sorgen dafür, dass die Tiere sich erwürgen und wirklich einen sehr langsamen und grauenvollen Tod sterben. Teller fallen, die Gliedmaße zerschlagen. Teilweise entkommen die Tiere selbst. Es gibt ja Berichte, dass die sich dann teilweise ihr Bein selber abnagelt, um davon zu kommen. Schlimme Dinge. Ist auch verboten mittlerweile. Schwanenhalseisen. Da wird das Tier auch am Hals gefangen, aber halt nicht erwürgt. Und kann womöglich tagelang warten, bis jemand kommt und es von uns tötet. Oder lebend fallen, Kasten fallen. Klar.
Also mannigfaltige Methode, Tiere zu jagen. Es gibt sicher noch viel mehr. Mannigfaltig ist übrigens auch die Sprache, die sich Jäger dann geben. So als, naja, wieder elitäre Sache. Nicht jeder versteht einen Jäger, weil halt auch nicht das gemeine Volk alles verstehen muss. Ursprünglich, heutige Jäger, will ich das nicht unterstellen, aber es ist eine Dreitiersprache. Wovon spricht man hier? Zum Beispiel statt Augen sagt man Lichter. Statt Nase Windfang. Statt Maul Äser oder Fang oder Gebrech. Statt Schwanz, der Wedel beim Hirsch, Wurzel bei der Sau, Blume beim Hase, Lunte beim Fuchs oder Stoß beim Fasan. Der After eines Tieres wird bezeichnet als Weidloch. Die Gebärmutter als Tracht. Wenn jetzt ein Tier trächtig ist, dann ist es nicht trächtig, sondern beschlagen nach Jägersprache. Eingeweide nennt man Gescheide. Kot des Tieres ist die Losung. Blut, sehr verharmlosender Schweiß. Ein Hirsch mit großer Trophäe, wo es dann den Jäger juckt, dass er sich diese Trophäe an die Wand hängen kann, nennt man Erntehirsch. Die Haut eines Tieres abziehen, nennt man in der Jägersprache aus der Decke schlagen. Ich lasse das mal so stehen. Zurück zu den Ereignissen. Der Wildbestand nahm also in absolutistischer Zeit sehr stark zu, mangels Fressfeinde und eben auch, weil der Adel große Tierbestände möchte zum Jagen. Das Ganze dezimiert sich mit der Hungerkrise dann drastisch, also Tambora-Ausbruch und im Jahre 1815, 16, wo die Leute massiv Hunger leiden, ist kein Wild mehr sicher. In den 1830er Jahren gibt es nochmal Hungerkrise, klimatisch bedingt die Hungerkrise, auch da wird der Tierbestand wieder stark dezimiert. 1819 bereits verzichtet Wilhelm I. übrigens als König auf das Privileg, dass das Schönbuch sein Privateigentum ist. Immerhin. Die 48er Revolution bringt dann viele Änderungen. Die 48er Revolution von 1848 fordert Reformen des Jagdrechts und es kommt dazu, dass keine Jagdfrohen abgeschafft wird. Dass jetzt also die Jäger ihre Tiere wirklich selber suchen müssen, man sie nicht mehr zusammentreibt für sie. Und dass das Jagdrecht jetzt jeder haben darf, der Grund und Boden hat. Und das ist blöd, weil jetzt jeder jagt und schlagartig geht der Viehbestand massiv zurück, weil wirklich einfach jeder jetzt jagt. Das nimmt man dann ein bisschen zurück, sage ich aber gleich. Nochmal kurz zu Wilhelm I., der pachtet jetzt eben Jagd vom Grundbesitzer. Allerdings, naja, so halb freiwillig, sagen wir so. Er leistet zum Beispiel keine Wiedergutmachung, wenn das Wild in seinem Revier Schaden anrichtet. Das Württembergische Jagdgesetz von 1855 steuert hier jetzt nach, ist eines der ältesten Jagdgesetze in Deutschland generell. Und da heißt jetzt, dass man in Württemberg mindestens 50 Morgen Land besitzen muss, damit man das Jagdrecht hat. 50 Morgen, in Baden sind es 72 Hektar, die Badener zählt nach. Und das Jagdrecht auf fremdem Boden wird jetzt auch aufgehoben. Also man muss es wirklich pachten, ist heute auch noch so. Es kommt dann auch dazu, wenn man nicht gerade vom König redet, dass Grundstückseigentümer vom Jagdpächter Schadensersatz fordern dürfen. Also wirklich eine völlige Umkehr. Es darf jetzt jeder jagen und als Jäger hat man Pflichten, die Grundstückseigentümer zu achten. Wirklich eine komplette Umkehr durch die Revolution im 19. Jahrhundert. Allerdings werden jagdbare Tiere da immer noch nicht definiert. Komme ich nachher noch drauf zurück. Wichtig vielleicht auch, dass ich nicht nur von Württemberg rede, die Grafschaft Hohenzollern prozessiert 400 Jahre lang wegen Jagdrecht gegen die eigenen Bauern. Was dürfen die Grafen von Zollern jetzt und was dürfen sie nicht? Trotz dieser Liberalisierung und, sagen wir, Demokratisierung der Jagd bleibt es trotzdem immer noch so im Kopf ein Privileg des Adels, sodass die württembergischen Hofjagden immer im November noch ewig stattfinden. Und auch König Wilhelm II., der dann zurücktritt, muss Jagd weiter als Adelsprivileg empfunden. Das ist ja immer ein Staatsakt. 1893 beispielsweise in der königlichen Jagdhütte, die damals aber bestimmt anders aussah, empfängt König Wilhelm II. Kaiser Wilhelm
der Zweite. Die mochten sich nicht. In der gleichen Jagdhütte ist übrigens dann auch noch 1912 Edward der Achte zu Gast. Staatsgäste lädt man zum Jagen, Unteradelige. Zurück zu den Nazis. 1934 wird das Reichsjagdgesetz verabschiedet. Und das definiert jetzt erstmal jagdbares Wild. Die bekannten Tiere, aber jagdbar sei auch Biber, Fischotter, Wildkatze, Edelmörder, Steinmörder, Iltis, verschiedene Vogelarten, Luchse und Nerz. Die darf man jetzt auch jagen. Allerdings wird jetzt verboten, jetzt 1934 durch die Nazis, das Jagen mit Schlingen und Tellereisen. Man darf auch nicht mehr jagen mit Selbstschussanlagen, auch das gab's. Man darf nicht mehr jagen mit künstlichen Lichtquellen, mit denen man die Tiere dann anlockt. Und Rotwild darf nicht mehr mit Schrot gejagt werden. Alles Gesetzgebung der Nazis von 1934. Man traut sich ja kaum zu sagen, tatsächlich ein Jagdgesetz gemacht hin, das dann doch eher tierfreundlicher war. Da heißt es dann auch in diesem Jagdgesetz von 1934, beim Abschuss des Wildes ist besonders darauf zu achten, dass der Wildschaden so gering als möglich ist. Doch muss eine angemessene Zahl von gesunden Stücken aller heimischen Wildarten, also wirklich aller, auch der Jagdbaren, den kommenden Geschlechtern, hier kommt die Idee der Nachhaltigkeit rein, erhalten bleiben. Wildschaden einerseits, also die Felder müssen beschützt werden, der Jäger muss entsprechend töten, aber man muss halt auch Tiere erhalten. Relativ neuer Gedanke, wie gesagt 1934 von den Nationalsozialisten. In der Nachkriegszeit ist es dann so, auch hier wieder ist die Frage des Privilegs, dass das Jagdrecht sich zunächst mal die Besatzungsmächte vorhalten. Sicher auch, um zu zeigen, wir sind jetzt die Herren im Land. Die Bundesrepublik gibt sich dann ja wieder Jagdgesetze. 1954 wird das Landesgesetz in Baden-Württembergs Landesjagdgesetz erlassen. Das basiert auf dem Bundesjagdgesetz von 1952 und das wiederum basiert eben auf diesem Reichsjagdgesetz von 1934. Also könnte man böswillig sagen, das württembergische Gesetz ist ein Enkel des Nazi-Gesetzes. Die Probleme für den Waldbestand bleiben aber natürlich trotzdem bestehen. Es ist immer so diese Frage oder das Austarieren zwischen Tierschutz, Schutz der Felder, aber halt auch Schutz des Waldes. Man geht in der Zeit sogar dazu über, junge Bäume mit Teer zu bestreichen gegen den Wildverbiss, weil man sonst klassische Bonsais züchtet. Das findet man im Wald, wenn man aufmerksam ist, immer wieder. Jagd heute hat wieder andere Vorzeichen. Man spricht von der ökologischen Jagd. Da geht es sehr, sehr stark um Jagd- und Artenschutz. Man darf Wildtiere eigentlich nicht mehr anfüttern. Es gibt sehr strenge Abschusszahlen. Keine Tiertrophäen schauen mehr, also diese klassische Strecke, die man auslegt, um zu zeigen, was für ein toller Jäger man noch ist und so weiter und so fort. Hinzu kommen natürlich auch Umzäunungen im Wald, die Felder dann wiederum schützen, was einfach das große Thema ist. Am Anfang, ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ja eigentlich das gar kein Thema des Waldes ist. Und so ist es ja auch, denn dieses Wild möchte eigentlich immer aus dem Wald raus. Die Felder und die freie Fläche, das grüne Gras findet man im Wald viel weniger. Dennoch verknüpft mir, glaube ich, Jagd sehr stark mit Wald, weil sich hier die Tiere eben zurückzieht. Die Frage bleibt, wer leidet drunter? Ich glaube, ich wäre trotzdem lieber Mensch als Tier. In diesem Sinne. Ade.